Hallo, ihr Lieben, es ist Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Weiß ich nicht genau, wann ich dieses Video veröffentliche, aber sind jetzt auf jeden Fall die letzten Tage oder vielleicht sogar der letzte Tag schon, wo ich immer noch die Ausbildung vergünstigt buchen kann. Ansonsten, genau, Lesung packe ich nochmal drunter. Hamburg die nächste. Und heute geht's mal ein bisschen casual um Love is Blind auf Netflix. Wollte ich einfach mal ein bisschen drüber quatschen, sozusagen. es ist ja so eine, wer die nicht kennt, ist so eine Sendung, wo Menschen sich nicht sehen, reden miteinander. Es gibt 12 Singles, die alle, ja, tendenziell eher überdurchschnittlich aussehen. Das heißt, so ganz muss man sich vielleicht nicht zu viele Sorgen machen. Das ist aber, obwohl selbst da passt alles möglich scheinbar nicht. Aber gut, die reden miteinander und gucken dann, wo es passt und können sich dann verloben, wo ich schon wieder denke, ey, oh Gott, warum muss das immer mit heiraten und verloben sein? Aber dazu spielt er noch mehr. Also sie müssen sich dann verloben, ohne sich gesehen zu haben, sehen sich dann, haben aber dann nochmal, was ich auch fair enough finde, nochmal 4 Wochen Zeit zu gucken, ob es wirklich passt. Und ich hatte die erste Staffel da schon von gesehen und war eigentlich erstaunt, dass es doch bei einigen Paaren irgendwo geklappt hat. Und ich glaube, bis heute sogar 2 Paare noch zusammen sind. Zweite Staffel soll irgendwie schon ganz krass gewesen sein, habe ich aber nicht geguckt. Jetzt gucke ich die dritte. Also wir haben so weit geguckt, wie es gerade ging, so die ersten 7, 8 Folgen. Und ja, ich bin einfach nur, ich weiß nicht, man denkt wirklich, sollte die Menschheit nicht besser untergehen, wirklich. Also man ist einfach nur fassungslos, also unter jedem Aspekt. Also weil erstmal, ja, sieht man da, man sieht einfach, dass vielleicht ist das auch, wenn man mal so im Fernsehen sein will, das ist ja auch das Problem irgendwie immer dann in diesen Sendungen, ne? Also man sieht, dass da so eine Frau, die versucht wirklich ums Verrecken jemanden zu finden. Also man könnte ja schon meinen, mit einem Vibe, das ist ja schon schwierig, aber die wird dann von 2 abgelehnt und einen Tag später sieht man sie, gut, vielleicht ist da was dazwischen geschnitten, aber sieht man sie, ja, mit so jemand Drittes und ja, auch jetzt sind wir verliebt, also ohne, immer noch ohne sich gesehen zu haben, wo man das Gefühl hat, ja, will man einfach weiter im Fernsehen bleiben, ich weiß nicht. Und ja gut, und dann haben die so 5, 6 Paare, glaube ich. Und es sind einfach, und danach sieht man dann, wie die so 4 Wochen zusammenleben, und es ist einfach Gespräche und Situationen aus der Hölle. Es ist einfach nur, es ist so toxisch. Also natürlich fällt dann dem einen oder anderen auf, nee, eigentlich finde ich die andere viel hotter irgendwie. Ne? Es ist ja auch immer so eine wirklich, ich meine, es ist bestimmt interessante Unterhaltung, es gucken ja auch ganz viele, aber so funktioniert Anziehung halt nicht. Ne? Es geht eben auch viel, natürlich spielt Stimme auch eine Rolle, aber es geht eben auch viel über die Optik, gefällt einem jemand und ja, das sind evolutionäre Programme, die kannst du nicht einfach abschalten, da kannst du nicht hingehen, ah ja, die kriege ich jetzt zugewiesen hier und die hat eine schöne Stimme und ja, und wir finden unseren Charakter ganz toll, aber du findest sie dann nicht attraktiv oder du findest ihn nicht attraktiv, es geht dann in beide Richtungen. Ja, dann das hat auch mit Polarität nichts zu tun. Also wenn so ein Grundvibe nicht da ist, was soll das Ganze dann? Aber sie quälen sich weiter in diesen Beziehungen, egal was komme, und dann werden trotzdem gleichzeitig werden rechts und links andere Frauen angegraben, andere Männer angegraben. Und man sieht auch dann einen, der sich da echt gut abgrenzt, finde ich, aber selbst der macht dann noch eine Runde noch weiter und nee, wir müssen jetzt heiraten und ja, und dann ist da ein so ein Paar, hat die Frau offensichtlich, also das ist einfach so fucking toxisch, also die haben da nicht mal Bettsport, sondern ja, das machen wir nach der Hochzeit. Und er hat ganz wenig Geld und muss studieren und sie hat offensichtlich genug Geld und arbeitet in einer Bar und nicht nur, dass er dann, man ist echt so ein echt kerniger Typ, ne? Ich weiß gar nicht, wie er sich dann klein macht, das ist einfach so unfassbar. Also nicht nur, dass er kein Bettsport kriegt irgendwie, sondern dann erzählt er ihr halt, ja, jetzt in der nächste Zeit wenig Geld, weil er seinen Doktor macht. Also es ist noch nicht mal, dass er irgendeinen Scheiß macht, also weil er seinen Doktor macht. Und dann sagt sie, naja, aber die Hälfte von der Miete meiner Wohnung musst du mitzahlen, ne?
Also es ist so, es ist einfach so crazy. Und jetzt kann man entweder sagen, ja, die Leute wollen eh nur ins Fernsehen. Ich meine, da sind wir wieder auch beim deutschen Trash-TV. Das kann man ja einfach nicht mehr, kann sowieso alles Mögliche nicht mehr ernst nehmen. Also ich bin gerade an so einem Punkt, ich denke einfach, ich weiß auch nicht, was man da noch ernsthaft zu sagen soll zu sowas. Das ist einfach crazy. Und ich hoffe, dass niemand erwartet, dass da irgendwas Gescheites bei rauskommt. Und manchmal denke ich wirklich, so, wenn man so gestrickt ist, dann ist es vielleicht besser, einfach zu sagen, nee, wir führen einfach keine Beziehung und jeder macht einfach, was er will, fertig, Worte, wir hören einfach überhaupt nicht mehr auf Worte, das ist alles, ob das nicht besser wäre, dass man einfach sagt, das ist alles egal, natürlich muss man dann auch nicht heiraten, sondern wir machen hier alle kreuz und quer und jeder macht kreuz und quer und da muss man ja auch niemanden mehr anlügen, ne? Aber gut, so ist der Mensch halt nicht gestrickt und der ist in diesem ewigen hin und her zwischen ich will jemanden sicher haben, aber gleichzeitig will ich maximalen Spaß haben. Das ist ja so der Grundkonflikt, der sich da immer wieder, und aber manchmal denke ich, es wäre doch fairer, einfach zu sagen, ja, nee, es gibt nichts Festes, alles ist Schall und Rauch und alles ist, ja, ist irgendwie, ob das nicht besser wäre, ne, frage ich mich schon des Öfteren. Naja, aber trotzdem haaresträubende Unterhaltung. Ich weiß eigentlich nicht, wie lange ich das noch gucken kann. Man hat ja sowieso das Gefühl, ich meine, ich habe ja auch so als Ablenkung oft mal auf Twitter gewesen. Es hat wirklich ernsthaft Elon Musk Twitter gekauft und wirklich so unterirdische Sachen da schon gepostet. Und mein Twitter ist sowieso auch total toxisch. Also bei mir ist gerade so ein Moment, wo ich denke, ey, boah, ey, lasst mich alle in Ruhe mit eurer Welt. Ich will gar nichts möglichst wenig zu tun haben. Wo ist meine Blase hier irgendwie? Weil das ist einfach, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also ich war da früher so optimistischer drauf geguckt und ja, es können auch wieder andere Zeiten kommen, ne? Aber gerade denke ich so, es ist einfach, weiß nicht, alle sind im Ego, alle denken, sind die Guten, sind aber eigentlich im Ego und es ist einfach crazy. Also ich sage ja an der Stelle mal gerne trotzdem, ja, Love is Blind, mal wieder zurück dazu, gute Abendunterhaltung, aber ich weiß nicht, ob es gute Unterhaltung ist, weil es ist einfach, ich meine, da muss man wirklich sagen, Hochzeit auf den ersten Blick. Ich habe ja auch viele, viele erhebliche Bauchschmerzen mit dem Format, aber die schaffen es wenigstens, authentische Menschen daran zu karren. Ne? Das sind wirklich Menschen, die sehen normal aus, das ist ja normal, das ist ja nicht das ganze Aufgespritze und so, also sie sehen normal aus, haben normale Themen und ja, also das finde ich wirklich gut an dem Format, ne, das naja, also ich finde nicht, man sollte Menschen, ohne dass sie sich kennen, verheiraten, aber weil das auch einen ziemlichen Druck auslöst, aber gut, egal, es ist halt das Konzept der Sendung, die Leute unterschreiben das. Aber das sind wenigstens echte Menschen und nicht so, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist, also das sind so skurrile Szenen, wirklich, dann macht der einen Antrag und der sieht ihn natürlich nicht und sie macht so Fitnessübungen währenddessen. Ey, oh, das ist einfach nur crazy. Egal, falls ihr es gesehen habt, was denkt ihr dazu? Und wir sehen uns bald wieder.